von euch haben es mir vorgeschlagen und ich finde die Idee richtig cool und deshalb werde ich es jetzt fürs nächste Video machen. Und zwar, ich würde euch gerne eure Secondhand ausrangierten Klamotten, die bei euch zu Hause liegen und die ihr upcyclen wollt, umdesignen. Also auf Deutsch gesagt, ihr schickt mir Fotos von euren Sachen, die ihr gerne upcyclen wollt und ich werde mir dazu was überlegen und werde euch das mit Fotos und Zeichnungen zeigen, wie ich sie umändern würde und vielleicht ist da ja was dabei, was euch gefällt. Ich brauche dazu natürlich Tragefotos, aber auch Fotos von dem Stück selber, am besten von außen und von innen und eventuell noch welche Detailaufnahmen. Und ihr müsst euch natürlich bewusst sein, dass diese Fotos dann in einem Video von mir vorkommen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie viel sich da jetzt angesprochen fühlen und wie viel Nachrichten ich diesbezüglich erhalte. Aber sollten es einige sein, dann tut es mir leid, dass ich dann natürlich nicht alle machen kann. Ich werde mir dann einfach ein paar rauspicken. So, amazing. Willkommen zu meinem tollen Kamerasetup. Ich habe jetzt hier die Fotos von den 12 Ausgewählten. Ich werde euch jetzt dann nachher zoomen und dann erzähle ich so ein bisschen meine Ideas dazu. So. Es geht los. Wir beginnen mit Antonia und die hat so ein Foto von so einem Jumpsuit geschickt. Das ist hinten und das ist nochmal der ganze Jumpsuit. Der ist da mit so einer Kordel gebunden, hat eben unten einen Gummizug und hinten hat er so Smoking-Zeug, eben damit es sich besser anpasst. Sie hat nur dazu geschrieben, dass die Hose zu eng ist und was man hier ein bisschen sieht. Obwohl ich zum Beispiel finde, dass der untere Teil des Jumpsuits nicht ideal sitzt, eben ist das Oberteil richtig cool. Das ist mal was ganz was anderes. Auch das mit dem Steg da oben, das habe ich noch nicht so oft gesehen. Und das finde ich eigentlich wirklich ganz lässig. Und von dem her würde ich das auch behalten. Und ich würde jetzt einfach mal da abschneiden, also oberhalb von dem Gürtelding und das einfach versäubern. Dann hätte sie schon mal ein Oberteil, das hier super gut sitzt, weil hier sieht man auch, wie schön das anliegt bei ihr. Und dann würde ich die ganzen Beine benutzen, um Ärmel zu machen. Und da würde ich einfach hier so unterhalb da, wo die Tasche vorbei ist, da würde ich dann so einen Ärmel, eine Ärmelform quasi ausschneiden, so grob. Das habe ich ja in dem Video so gemacht. Ich würde dann die ganze Kante entlang das doppelt umschlagen mit so einem Tunnel. Dann würde ich da einen Gummi durchziehen und das dann quasi statt der Träger hinmachen. Den Übergang zwischen Oberteil und Ärmel würde ich wahrscheinlich nur von oben absteppen, weil ich jetzt gerade nicht weiß, ob das doppelt gelegt ist. Wenn es doppellagig ist, könnte man natürlich das auftrennen und den Ärmel dann dazwischen sandwichen. Dann wäre es natürlich noch sauberer. Aber durch das Muster und sowas, glaube ich, ist es nicht so tragisch, wenn man das von oben absteppen würde. Und man müsste halt dann schauen, inwiefern das von der Länge passt, weil das wäre eigentlich ganz cool, wenn das dann unten bei den Handgelenken ist quasi, dann hat sie so einen coolen Puff-Effekt und das wäre dann so richtig geile, trendy Bluse. Und wenn sie ganz lustig ist, könnte sie ja sowas machen, also quasi, dass sie den Ärmel, also das Bein in dem Fall, bearbeitet, dass oben ein bisschen mehr Puff ist und unten dann schmäler wird. Das wäre natürlich dann extra edgy. So habe ich auch das in einem Video gemacht, das verlinke ich euch jetzt hier auch. Falls ihr sowas in die Richtung mal nachmachen wollt, dann ist das natürlich auch eine Möglichkeit, wie man es probieren könnte und ein bisschen eine advancedere Variante. So, wir machen weiter mit der Clara. Die Clara hat dieses coole Teil. Ich finde das zum Beispiel super, super lässig und ich würde es wahrscheinlich auch so tragen. Aber Clara will es ändern und von dem her schauen wir uns das ein bisschen an. Das ist das Teil, da sieht man nochmal die ganzen Details und das finde ich richtig, richtig, richtig cool. Da man sieht ja da ein bisschen den Unterschied von dem Weiß, also wird wahrscheinlich dieses der Part doppeltlagig sein, also mit irgendeinem Unterkleid oder so, was super cool ist. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, Clara. Die einfachste wäre, dass du einfach hier zum Beispiel und hier einen Gummizug einziehst. Wie zum Beispiel bei dem Oberteil, ja. Das könntest du in dem Fall ganz einfach machen, glaube ich, weil du eben eine, da sieht man es eh auch, eine Doppellage hast, will heißen, du nähst erst einmal einen normalen Geradstich, aber das darf nicht in Falten gelegt sein, das musst du wirklich ganz glatt machen, nähst du einen Geradstich einmal rum, dann nochmal eine zweite Reihe, näht so breit, halt so, dass der Gummi dazwischen passt und lässt eine kleine Öffnung, damit du den Gummi einfädeln kannst und das machst du halt so oft du willst, weil die meisten Oberteile sind über dem Busen und dann unter dem Busen zwei oder so und das, finde ich, macht das Ganze gleich wie viel taillierter und spannender und richtig cool. Also das wird mir zum Beispiel sehr gut gefallen. Und dann könntest du es zum Beispiel auch, weil ich bin mir nicht ganz sicher, wie das da oben hält übrigens, mit den
Gummis dazwischen und den runtergezogenen Schultern, so Off-Shoulder, Cold-Shoulder mäßig, glaube ich, ist das richtig cool. Und damit es dann oben hält, könntest du den Gürtel als Träger benutzen. Und das fände ich schon ganz lässig. Ich glaube, das ist cool. Also das wäre dann ein Kleid. Du könntest es natürlich abschneiden und ein Oberteil draus machen. Als nächstes haben wir die Hanna und die hat dieses Foto von diesem Kleid geschickt. Und ohne Schmarrn, Hanna, die Farbe ist so geil. Ich stehe auf Türkis. Ich liebe Türkis. Obviously. Meine Geldtasche ist auch Türkis. Also Türkis ist richtig, richtig geil. Genau, es ist so 100% Baumwolle. Und hier sieht man, dass das so wahrscheinlich so ein Kord-Ding ist. Da sieht man noch eine Detailaufnahme vom Kragen. Den würde ich wahrscheinlich wegmachen, weil das persönlich mir nicht so gefällt. Aber ich würde das auf jeden Fall aufheben, weil du könntest das für ein Top einmal gebrauchen oder für irgendein anderes Oberteil. Aber das in dem Fall würde ich es abnehmen. Ich finde da dieses puffige Detail von den Ärmeln, super cool, dass die in Falten gelegt sind, weil das super trendy zurzeit ist und I really love it. Genau, das ist von hinten. Da sieht man nur, wie sau viel Stoff dabei ist und so. Und liebe Hanna, also halt mich jetzt nicht für verrückt, aber ich würde aus dem Ding einen Sommermantel machen. Weil du hast den Stoff zur Verfügung, es ist eine urgeile Farbe, es ist so ein Statement-Piece, wenn du das zum Mantel machst. Und dafür würde ich einfach die Rückennaht mit dem Reißverschluss schließen und vorne einfach mal in der Mitte lang aufschneiden. Davor wahrscheinlich nur den Rock abmachen, dann vorne öffnen. Und dann würde ich Teile des Rockes wieder dran machen, aber nicht so krass wie jetzt gerade, weil jetzt ist ja wirklich sehr krass gerüscht und da würde ich es ein bisschen leichter machen, dass quasi ein bisschen Stoff übrig bleibt. Du könntest es auch kürzen, aber ehrlich gesagt finde ich diese urlangen Mäntel urgeil. Und dann hast du quasi Stoff übrig und aus dem übrigen Stoff könntest du dann eben so ein Lapel und ein Revers und diese ganzen Mantelsachen könntest du daraus machen. Oder auch das am Rücken da, was bei Mäntel oft ist, bei so Trenchcoats, keine Ahnung, wie man das nennt, aber hier könnte man das nur einsetzen und so. Und ich glaube, man könnte da hinten zum Beispiel so ganz gekonnt eine Kellerfalte legen oder so, schaut richtig cool aus. Ich glaube, das könnte ein richtig geiler Sommermantel werden, wenn es ein bisschen windig ist oder so, zum drüberziehen. Also das wäre mein Tipp. Und die nächste ist die Lara und die hat dieses Oberteil geschickt und sie hat nur dazu geschrieben, dass die Ärmel zu eng sind und das sieht man hier auch sehr spannend und es verzieht direkt den ganzen Schulterbereich. Also die Ärmel sind definitiv zu eng. Ich finde aber, dass das grundlegende Teil richtig gut passt. Hier wäre es mal von hinten. Ich finde es hinten auch super cool mit dem Slit hinten. Und das ist es eben von oben. Und hier nochmal diese Ruffles. Das finde ich eigentlich echt cute. Also das will ich tatsächlich auch so lassen. Also ich würde jetzt mal den Ärmel auf jeden Fall mal rausnehmen, ja, und dann einfach mal anziehen und schauen, ob du das Armloch größer brauchst. Dann kannst du natürlich das hier nochmal abschneiden und hier aufschneiden, flachlegen und die Form quasi von deinem Ärmel kopieren. Wenn du das Armloch größer machen willst, dann kannst du natürlich da einfach jetzt mal in der Haut-drauf-Methode den Ärmel, den du abhaust, einfach ein bisschen verlängern, einen Tick größer machen und dann wird das schon Pi mal Daumen, sag ich jetzt mal, funktionieren, dass du einfach diesen ganzen Stoff, das da und das da zusammennähst und daraus so Flügelärmel machst. Ich verlinke das Video hier auch nochmal, wo ich zeige, wie ich aus einem normalen Pattern quasi den Flügelärmel rauskriege. Ich glaube, das macht das Oberteil ein bisschen verspielter und leichter zu kombinieren und vor allem, weil es ist halt doch auch bauchfrei und sehr sommerig und dann diese langen Ärmel finde ich oft ein bisschen seltsam und sonst eigentlich alles gleich lassen, weil der Rest passt dir und ja, das wäre mein Vorschlag für das da. Okay, next one haben wir die Lisa, die hat mir dieses Maxi-Kleid geschickt und das ist ja sau viel Stoff und natürlich könnte man jetzt sagen, okay, schneid einfach ab und nimm den Rock, weil der ist wahrscheinlich ein großes Rechteck, so wie ich das sehe, und mach irgendwas Neues draus. Das kann man natürlich auch machen und es ist auf jeden Fall eine geile Farbe. Aber wenn du bei dem grundsätzlichen Teil bleiben willst, das Kleid beginnt ja gerade jetzt unter deiner Brust, ja. Ich meine, du könntest das abschneiden und dann kannst du natürlich nur ein bisschen Stoff wegnehmen, weil es sollte ja in der Taille liegen, idealerweise ein Rock. Und dann könntest du den ganzen Stoff nehmen, um einen doppellagigen Bund zu machen. Und dann kannst du entweder einen Gummi einfädeln oder du machst den Bund passend mit Reißverschluss oder so. Aber ich würde es mit Gummi empfehlen. Und dann hättest du einfach einen Maxi-Skirt und gut ist. Das geht natürlich auch. Das ist auf jeden Fall die schnelle Variante. Oder du könntest sagen, ah, ich stehe aber auch so auf so Midi-Length oder so. Dann könntest du es hier oben abschneiden. Dann einen Teil von da unten weg, ja. Das da oben einfach umschlagen und dann
Gummi rein, dann hast du mal deinen Rock so. Und dann könntest du den unteren Teil nochmal in zwei Teile teilen und das da zu einer ganzen, ganzen langen Stoffbahn machen, den ruffeln und dann hast du so einen Stufenrock, ja, wenn dir das gefällt. Das weiß ich ja nie. Also ich weiß ja nie, um was so euer Style ist und so. Das konnte ich mir eigentlich ganz gut vorstellen, dass das ganz lässig wäre, weil die Farbe ist richtig cool. Sie passt super zu deinem Tattoo. Also von dem her, wenn du auf Midi-Röcke stehst, würde ich das mit den unteren Lagen, Ruffle-Dinger auf jeden Fall in Betracht ziehen, weil das ist ja sicher lässig. Oder du machst einfach einen normalen Rock draus. Oder du nutzt halt wirklich den ganzen Stoff da unten, um irgendeine Bluse zu machen. Ich persönlich mag das Hey-Globe-Teil zum Beispiel nicht so. Aber du könntest natürlich auch sagen, ich mache jetzt da einfach ein Oberteil draus und aus dem Rest einen ganz simplen Rock. Das geht natürlich auch. Next one ist die Maren und die hat mir dieses Kleid geschickt. Und ich liebe die Farbe, mal wieder. Es ist ihr ein Tick zu groß, so wie ich das sehe. Ich finde dieses Vintage-Feel von dem Kleid super cool. Schauen wir uns noch ein paar andere Fotos an. So, das ist von hinten, exactly, also nichts Spezielles oder Besonderes, sag ich jetzt mal. Da, die Blümchen, so cute. Genau, hier nochmal eine Nahaufnahme von den Knöpfen. Die Knöpfe gefallen mir persönlich nicht so, das wäre auf jeden Fall was, was ich austauschen würde. Vielleicht in so Perlmuttknöpfe, so helle, das würde auch zu den Blümchen passen. Und ich glaube, dass es dann ein bisschen hochwertiger ausschaut, ehrlich gesagt. Aber das ist meine persönliche Meinung. So, also prinzipiell könntest du alles Mögliche mit so einem Kleid machen. Also zwischen dem Kleid und zum Beispiel dem Kleid sind wirklich nur ein paar Schritte. Generell nur ein Tipp für das solche Sachen enger nähen, der jetzt wirklich den Rock an der Seite wirklich abmachen, ja, der jetzt nicht irgendwo da entlang fahren, durch alle möglichen Säume durch mit der Nähmaschine, na, der jetzt den Rock hier abtrennen und hier abtrennen, dann die Seite wegnehmen, den Rock quasi neu rüschen, weil der muss dann intensiver gerüscht werden und dann wieder dran machen. So tut man ein Dirndl zum Beispiel enger nähen. Bitte macht das lieber so und nicht einfach da so von hier bis nach unten einfach mit durchnähen. Ja, also da könnte man sicher schon mal diesbezüglich viel machen. Man könnte auch sagen, oh, ich möchte die Taille ein bisschen höher setzen. Ich meine, das ist jetzt vielleicht bei dem Bild so und das ist gar nicht so in Wirklichkeit, aber ich finde, dass die ein bisschen niedrig ist. Man könnte die Taille höher setzen, enger machen und den Ausschnitt zum Beispiel größer und dann wäre es eigentlich schon ein geiles Kleid, finde ich. Wenn du zum Beispiel schon ein bisschen mehr Erfahrung hast, würde ich jetzt zum Beispiel probieren, dieses Kleid aus dem Kleid zu machen, weil die Farben erinnern mich voll an solchen Styles und ich finde es richtig, richtig cool. Da würde ich eben auch diese ganzen Geschichten das enger machen und ein bisschen die Taille raufsetzen wie vorher und dann würde ich eben hier wirklich solche Cups reinmachen und den ganzen oberen Part, also die Ärmel kannst du behalten, die musst du wahrscheinlich nur in dem Saum oder sowas ein Gummi einziehen oder so und ich würde dann eben aus den oberen Teilen würde ich eben solche Cups mit Ruffles probieren. Das habe ich beim Hemdvideo mal so ähnlich gemacht. Das wäre natürlich eine ganz coole Sache und da könntest du aus diesen Ärmeln also Off-Shoulder-Ärmel machen oder auf den Schultern lassen, je nachdem wie du willst. Das ist natürlich, sag jetzt mal, auf jeden Fall eine ein bisschen advancedere Sache, also wenn du schon ein bisschen mehr Näherfahrung hast. Ansonsten eben enger machen oder sowas. Und natürlich könntest du es kürzen und Ruffles draus machen oder sonst irgendwas. So, hier haben wir die Bluse von der Maria. Die habe ich auch ausgewählt, weil erstens habe ich wahnsinnig viele Baumwollblusen bekommen und zweitens, ich war letztens eben Window-Shopping auf einer Einkaufsstraße in Wien und habe gesehen, dass in allen möglichen Läden diese Baumwollblusen mit dem eckigen Ausschnitt und den Puffärmeln super Trend sind und die haben auch zum Teil so ein bisschen entweder Lochspitze oder so eine normale Spitze, von dem her fände ich das ganz cool, sowas aus der Bluse zu machen, weil eben das so eine tolle, schöne, feste Baumwolle ist und hier haben wir eben auch die Details und die finde ich echt schick. Also die würde ich auf jeden Fall erhalten, aber die würde ich eventuell auf einem anderen Ort quasi verlagern von der Bluse. Würde ich jetzt mal die Ärmel abmachen als Schritt 1 und dann würde ich wirklich probieren, die Bluse fitted zu machen, also da an der Seite wahnsinnig viel wegzunehmen. Hier oben finde ich eigentlich das Spiel von diesen speziellen Abnähern ganz cool. Vielleicht könnte man das von unten her imitieren, das wäre eigentlich ganz lässig, aber die sehe ich leider nicht detailliert genug, um da jetzt irgendwelche Tipps zu geben. Aber es schaut so aus, so wie Biesen, die sich dann so öffnen so und das finde ich eigentlich ganz lässig. Das könnte man von unten eben auch machen und ich würde oben wirklich so, je nachdem wie du dich natürlich wohlfühlst, würde ich da wirklich schon so einen sehr intensiven
viereckigen Ausschnitt machen, das mit einem Beleg versäubern oder so. Und vielleicht, wenn dir das nicht zu girly ist, könntest du am Ausschnitt selber die Rüschen zum Beispiel, also die Rüschen, die Spitze, könntest du am Ausschnitt selber hinmachen. Oder du machst sie unten am Rand hin, das wäre zum Beispiel auch ganz cool. Ich würde sie bei der Knopfleiste ehrlich gesagt nicht lassen, weil ich finde, das schaut immer so ein bisschen renaissancemäßig aus. Aber das kannst du natürlich auch machen, wenn du das willst. Und die Knopfleiste würde ich auf jeden Fall intakt lassen, weil das ist dann der Schließmechanismus und natürlich die Rückseite dementsprechend anpassen mit Abnähern und so, wie ich das eh öfters mache. Und die Ärmel könntest du dann entweder komplett so wieder einsetzen. Du könntest zum Beispiel auch hier mal den unteren Teil mal wegstoren, dann den Rest des Ärmels in zwei Teile teilen, zusammennähen, dass er viel mehr Volumen hat. Dann kannst du ihn puffen. Und quasi, aber das müsste man schauen, ob das dann hier auch passt, ja, das kann ich jetzt nicht ahnen, aber dass das dann quasi der Abschluss des Bündchen ist für deinen Puffärmel, das geht auch, oder du lässt es so, oder du nimmst Teile von diesem ganzen Stoff, den du dann übrig hast, und tust ihn hier rein, damit es oben ein bisschen puffiger ist oder so. Wenn es für dich gemütlicher ist, kannst du hinten das relativ so breit lassen und dann könntest du diese ganze Fläche, also das, was dir ja viel zu groß ist, aber die könntest du zum Beispiel shirren, also du könntest eben smoken mit so einem Elastikfaden. Da passt sich die Bluse trotz der festen Baumwolle viel besser an dich an und das kannst du natürlich auch machen. Viel Spaß! Da sind wir jetzt bei der Lydia und die hat mir dieses Foto von so einem Plissé-Kleid geschickt und hat mich gefragt, ob man das irgendwie tragbarer machen kann. Also dementsprechend nehme ich heraus, dass es ihr so nicht gefällt. Das ist hinten, das ist vorne. Was ich ein bisschen komisch finde, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, dass hinten eine Ebene ist, also eine Länge, und vorne so ein komischer Zickzack. Das finde ich zum Beispiel nicht so toll, aber ich finde die Farbe geil, ich finde das Plissé geil. Plissé finde ich immer cool. Ich würde so gern öfters was mit Plissé machen, aber ich kriege das einfach in keinen Second-Hand-Shop, kriege ich Plissé. Es ist unglaublich. Da sieht man nur, dass es eine Innenschicht gibt, ein Innenlayer. Ich habe leider keine Aufnahme von dem Saum, deshalb weiß ich nicht, wie der abgeschlossen ist. Ich würde hier oben einfach mal den ganzen oberen Part weg. Ich würde nicht einen Midi-Rock draus machen. Ich liebe diese Plissé-Midi-Röcke. Das schaut so lässig aus. Die kann man so geil stylen. In allen möglichen Varianten, ob man eher schick oder eher sportlich mag. Ich finde es richtig cool. Die Farbe ist super geil. Ich glaube, dass das tatsächlich relativ simpel geht, indem du einfach, du schneidest es oben ab. Dann tust du die innere Schicht und die äußere Schicht rechts auf rechts und tust die quasi zusammennähen. Dann kannst du sie wenden quasi, dann ist die Naht versteckt und dann könntest du oben einfach nur, da ist dann die Kante, und dann einfach runtersetzen, so die Breite von so einem Gummi, so einem fetten, und dann könntest du nur einmal rumnähen, diesmal links auf links natürlich, mit so einem kleinen Schlitz lassen, dass du den Gummi einfedern kannst. So einfach hast du einen Plissé-Rock dann. Und dann würde ich natürlich, ich meine, es sei denn, es gefällt dir diese Asymmetrie, das kann natürlich auch sein, aber ich würde es dann auf eine Ebene, auf eine Länge kürzen und dementsprechend musst du das da unten versäubern. Wenn das scheiße zum Versäubern ist, das kann ich eben jetzt gerade nicht sagen von der Aufnahme her, dann lass es vielleicht so und dreh das dann nach hinten, also quasi, dass das vorne ist dann. Das wäre zum Beispiel auch ganz eine coole Idee, oder da könnte man einfach schauen, wie das dann ausschaut, aber eventuell eben begradigen. Und das wäre meine Idee für das, weil ich stehe einfach auf Plissé-Röcke. Also Lydia, take it or leave it. Jetzt gehen wir zu Paula Emily, und ohne Schmarrn, Paula Emily oder nur Paula, das Kleid ist so cool. Weil du hast so viele Möglichkeiten mit dem Kleid und es ist so schön lang. Hier sehen wir, dass ein Knopfloch quasi nicht intakt ist an der Naht. Würde ich mal annehmen, dass es das erste Knopfloch nach der Taille ist. Das finde ich zum Beispiel jetzt bei der Länge überhaupt kein Problem. Wenn du jetzt, sagen wir mal, das grundlegende Kleid behalten willst, kannst du einfach die Naht auftrennen oder abschneiden hier bei der Taille und den ganzen Rock ein Knopfloch quasi weiter nach oben legen. Das ist oben. Ich finde die Permutknöpfe richtig cool. Es ist gefüttert, ja, also man sieht, dass da kein Beleg oder sowas ist. Will heißen, es gäbe theoretisch doppelt so viel Stoff beim Oberteil, wenn man es zum Beispiel dann nur einlagig machen will. Man könnte zum Beispiel jetzt auch wirklich so ein Off-Shoulder-Ding draus machen, also enger machen, hier oben einfach abschneiden, einen Gummi reinziehen, die Ärmelchen so lassen oder zum Beispiel den Stoff, den ich da durch das Höhersetzen von der Taille gekriegt habe, in die Ärmel hineinarbeiten. Dann haben wir ein bisschen breitere Ärmel und ein bisschen Rüschen oder so. Das könnte man natürlich machen. Du könntest den ganzen Oberteil natürlich sehr moderner oder mehr sexier, sag ich jetzt einmal, machen, mit so irgendwelchen so Spaghetti-Träger und so Triangles da oben, wie heißen denn, so Dreieck-Ausschnitt-Dinger. Und bezüglich Nähtechnik und sowas, durch das, dass es ja doppellagig ist anscheinend, könntest du quasi, egal für was für Oberteil du dich entscheidest,
das einfach mit einem Futter und einem Oberstoff machen, an den Kanten zusammennähen und dann quasi über unten umdrehen und dann, wenn das Oberteil fertig ist, den Rock wieder dran machen. Dann ist alles super sauber, du musst über keine rohen Kanten Gedanken machen oder so. Das ist natürlich der Vorteil, wenn sowas gefüttert ist. Du könntest natürlich ja, dann müsste man aber schauen, ob du die Taille quasi über deinen Kopf bringst. Man könnte das da oben auch smoken und die Ärmel zu so kleinen Ärmelchen, Dingsbumster benutzen, das würde natürlich auch gehen. Boah, mir fallen noch so viele Sachen ein. Das kommt natürlich auch voll auf deinen persönlichen Stylo und wie du dich wohlfühlst. Aber ich würde wirklich Rock so lassen, mit dem Oberteil experimentieren. Nimm die Chance, dass du das alles doppelt hast da oben mit dem Futter und viel Spaß dabei. So, das nächste ist die liebe Radmilla. Die hat mir geschrieben, dass ihr das Kleid zu verschlossen ist und dass ihr Oberkörper zu stämmig wirkt, ihrer Meinung nach, in dem Kleid. Ich finde allerdings, muss ich sagen, dass es ihr sonst sehr gut passt. Also auch hier oben und so. Will heißen, ich würde tatsächlich da nur eine Kleinigkeit verändern. Man kann es hier übrigens komplett aufknöpfen. Das sind so Schlaufen. Und das finde ich auch so cool, das habe ich, wisst ihr ja eh, ich habe meine ganzen letzten Tutorials mit dem Öffnungsmechanismus gemacht, weil ich den ganz cool finde. Von dem her würde ich den erlassen. Eventuell diese Knöpfe sind ein bisschen arg globig, von dem her würde ich die vielleicht austauschen. Also eher so filigranere Knöpfe, so vielleicht eben aus Perlmutt, ich stehe vorher auf Perlmutt, aber also vielleicht so ganz schöne Holzknöpfe, so ganz dünne, blätterige. Ich glaube, das würde auch sehr cool ausschauen mit so Holzknöpfen, weil dann hätten wir eher so eine Leinenkleid-Optik. Also vielleicht hast du sowas zu Hause oder kommst am Flohmarkt mal schauen oder so. Was ich jetzt aber machen würde, ist, ich würde so einen 90er-Jahre-Ausschnitt da machen, weil ich glaube, dass dir das sehr gut steht mit der ganzen Schulterpartie. Ich würde also das hier alles wegschneiden, dass ich da wirklich einen ganzen straighten Ausschnitt habe. Und dann entweder aus dem ganzen Zeug, was ich weggeschnitten habe, Träger machen oder einfach gleich diese Bänder da verwenden und die dann wirklich sehr weit, also nicht zu weit außen, sonst fallen sie natürlich von den Schultern, aber die würde ich relativ weit außen ansetzen. Ich glaube, das steht dir wahnsinnig gut und macht das Kleid nochmal wirklich, wirklich schick. Und ja, das wäre mein, und Knöpfe austauschen, das wären so meine Dings für das. Also ich weiß nicht, ob das Kleid gefüttert ist. Also entweder, oder du kannst natürlich auch einen Beleg machen und so den Ausschnitt versäubern. Natürlich könnte es mal doppelt umschlagen, aber ich befürchte, dass es dann ein bisschen wegsteht. Aber das müsste man ausprobieren. So, das ist jetzt die Vivian oder Viviane. Ich weiß es nicht. Die hat mir dieses Kleid gezeigt, was eigentlich quasi nur so ein Halbkreis ist. Hier sieht man, dass quasi die Träger einfach quasi erschrägt sind, die einfach den Ausschnitt entlanglaufen und dass es hinten einfach dieser Halbkreis zusammengeschlossen ist, ja. Sie hat mir dann auch noch ein Foto von hinten geschickt, das habe ich aber irgendwie da nicht drin und dort sagt sie es, ah, hier oben, hier sieht man es auch ein bisschen, dass der Saum dann komplett unterschiedlich langläuft quasi, weil das Kleid halt überhaupt nicht angepasst ist. Das finde ich ein bisschen schade. Ich muss auch sagen, dass ich den Ausschnitt, was dieses Neckholder-Ding macht, auch nicht sonderlich ideal finde. Ich glaube tatsächlich, dass hier ein bisschen ein anderer Ausschnitt besser stehen würde. Dementsprechend würde ich das so bearbeiten wie dieses Realization Power Oberteil, was ich mal gemacht habe. Ich würde es nicht hinterm Kopf binden, sondern die Träger so wie den BH, den sie gerade drunter auch hat, weil sie das Tragebild eben mit BH geschickt hat. Ich nehme mal an, dass sie das wichtig ist, dass sie einen BH drunter ziehen kann. Dementsprechend ist es nochmal ein Grund mehr, die Träger quasi gerade laufen zu lassen, weil dann kann sie alles mögliche drunter ziehen, ohne dass man sieht, was vielleicht manche auch nicht so gern haben. Dann würde ich quasi, weil das ist ja dann hier so rufflig, ich würde eben das dann, wie ich in dem anderen Oberteil gemacht habe, das dann einfach gerüscht unter der Brust schließen und entweder, weil das ist glaube ich Jersey, ich bin mir nicht sicher, ob es Jersey ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es Jersey ist, also dehnbarer Stoff, das könnte man dann quasi einfach quasi so einen unteren Teil einfach passend machen und schauen, ob man so über den Kopf drüber kriegt quasi, aber ich glaube schon, und dann quasi den gerüschten Brustpart dann zusammennähen mit dem normal glatt liegenden Unterbrustpart quasi. Oder sie könnte natürlich auch machen, weil sie so viel Stoff zur Verfügung hat, dass sie quasi ein ganzes Smoked Tube Top macht. Dann, wenn sie das smoked, dann müsste sie das gar nicht ruffeln, sondern sie könnte theoretisch das Oberteil ganz normal, ganz gerade, ohne irgendwelche Falten, an so einen langen Stoffstreifen hinnähen zusammen einfach und den langen Stoffstreifen dann smoken und durch das Smoken vom langen Stoffstreifen rüst sich das dann unter der Brust ja automatisch mit.
Das wäre dann zum Beispiel ganz praktisch. Das würde ich zum Beispiel bei dem Top machen. Also ich würde daraus einen Top machen. Und wir haben ja schon unseren letzten Thrift Flip. Sie möchte gerne komplett anonym bleiben. Dementsprechend hat sie jetzt in dem Fall auch den Namen X. Jedenfalls ist das die Hose. Sie sagt, dass ihr der Stoff unglaublich gut gefällt, aber dass ihr die Hose ein Tick zu eng ist und so komische Falten im Schritt wirft. Findet, das ist eigentlich gar nicht so krass zu eng. Aber ich verstehe, dass sie es vielleicht enger will. Das finde ich cool, dass sie mir da eine Aufnahme gegeben hat. Also jetzt weiß ich halt voll gut, wie das Innenteil ausschaut. Ich sehe, dass das hier ein Beleg ist quasi und das ist quasi der Abschluss der Hose. Da sind zwei Abnäher drin. Ich würde tatsächlich daraus weiterhin eine Hose machen. Also natürlich könnte man das jetzt als Oberteil umformen oder sonst irgendwas. Ich finde die Hose aber geil. Ich finde die Farbe super geil. Und ich würde sagen, wir machen draus eine geile kurze Hose, aber mit so großen Falten drin, ja. Und dafür würde ich jetzt erst einmal den ganzen Beleg auftrennen. Man kann zum Beispiel hier vorne natürlich den Beleg dran lassen. Dann würde ich diese ganzen Abnäher auftrennen, damit das alles gerade wird. Und dann würde ich die Hose, also ich würde einfach das so rauflegen und so eruieren, wie kurz die Hose sein muss, dass ich quasi nochmal die Länge der Hose in den Beinen habe. Versteht ihr mal? Und dann würde ich quasi die Beine aufmachen und in die Hose hinein legen. Also durch das, dass da ja Taschen drin sind, kann man das nicht einfach irgendwo reintun, sonst ich würde halt einen Teil, also zum Beispiel die Vorderseite der Hose hier oben vorne noch rein, also da einfach entlang schneiden und dann dieses Teil da reinsetzen und hinten genauso, sodass die Seitenlinie trotzdem an der Seite bleibt und auch die Taschen an der Seite. Und dann würde ich das so in großen Falten legen, so einen richtig geilen Kellerfalten oder so drei Falten nebeneinander oder so richtig geil vorne. Hinten eventuell mit Abnähern, weil ich finde eigentlich, dass das so fitted ausschaut, eigentlich ganz cool. Bevor du schneidest, musst du da schon genau aufpassen, dass es dann trotzdem homogen von der Streifenabfolge quasi weitergeht. Das ist die einzige Schwierigkeit. Und unten fände ich es dann ganz cool, wenn man es einfach nur so doppelt umschlägt, so richtig so grob oder so, dann würde sich wahrscheinlich ja dieses ganze Fitting-Issue da vorne komplett auflösen, weil durch die Falten hast du ja doch viel mehr Space und dann wäre das dann so. Das ist mein Plan für die Hose. So, jetzt habe ich fast vergessen, ein Outro aufzunehmen. Also ich hoffe, das Video hat euch taugt und wenn ihr sowas öfter sehen wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Wir sehen uns Sonntag!